Silber für Maxi, Silber für Bayern. Shootout, Maxi zeigte sich nervenstark und sicherte sich dann Silber. Die einzige bayerische Medaille beim H&N Cup 2018. Im wahrsten Sinne des Wortes, Happy End, am dritten und letzten Wettkampftag, dank Maximilian Dallinger. Zum Abschluss jetzt noch die Medaille mitgenommen. War letztes Jahr, glaube ich, ziemlich ähnlich so. Da war ich auch mit dem Kamenski am Ende da gestanden. Da ist zwar anders ausgegangen, aber ja, ich denke, wir können voll zufrieden sein. Für die Zukunft war es, dass wir auf jeden Fall gut vorbereitet sind für die Europameisterschaft. Das Teamergebnis war auch sehr gut. Also der Justus Julian war für uns der schlechteste mit 27. Von daher sind wir sehr zuversichtlich und Kunde auf die EM gehen. Ja. Ich freue mich natürlich, weil das hier in dieser klasse Besetzung ein Zeichen dafür ist, dass wir mit der internationalen Spitze mithalten können, die ja hier fast vollständig vertreten war. Und das Ergebnis heute im Vorkampf, aber auch im Finale, zeigt, dass der Maxi auch zunehmend international sich durchzusetzen weiß. Vielleicht war Daniel Brodmeier ja Maxis Glücksbringer. Vor dem Wettkampf gab es die letzten Tipps vom Altmeister. Ich habe mir einfach heute gedacht, ich fahre mal zum H&N Cup hoch und schaue mir das Ganze mal wieder an, wie das dann so ist. Und freue mich wirklich total, wenn ich das so sehe, die ganzen alten Gesichter, die mich jahrelang begleitet haben, neue Gesichter, und habe echt Spaß jetzt auf der Anlage und freue mich gerade total, dass ich endlich wieder zum Trainieren anfangen kann und jetzt da dann auch bald wieder mitmischen darf und hoffe, dass ich dann irgendwann jetzt einmal demnächst am Schießstand stehe und auch mal so einen internationalen Wettkampf mitmachen darf. Bei den Damen lief es im Luftgewehr hingegen nicht so rund. Isabella Straub auf Platz 22 mit 626,1 Ringen, Annalena Kienert-Eder Platz 46, dicht gefolgt von Debütantin Sabrina Hösel und Selina Gschwandner nur 72. Bei der Luftpistole präsentierten sich Bayerns Damen mit einem erfolgreichen Tandem aus Erfahrung und Nachwuchs. Monika Karsch erreichte mit 571 Ringen Platz 18, knapp dahinter mit 2 Ringen weniger Susanne Ross. Ich war fleißig am Trainieren die letzten Monate und endlich hat es mal ausgezahlt. Klar können noch ein paar Ringe mehr rein, aber mit dem kann man arbeiten und ich bin schon zufrieden für heute. Ich kann schon irgendwie stolz darauf sein, dass ich jetzt so einen Grundstein habe. Aber ich bin ganz schön kaputt und habe heute echt gekämpft und ich wollte unbedingt mehr schießen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist schon da, aber ich habe es irgendwie heute noch nicht packen können. Deswegen bin ich eigentlich ein bisschen traurig, dass es nicht mehr Ringe sind. Und 2 Münchner im Finale bei der Luftpistole Männer. Morgen wollen sie mit der HSG München in die erste Bundesliga aufsteigen. Heute schossen sich Abend Kutschana und Alexander Todorov schon warm. Mit erst 20 Jahren schoss Alexander einen tollen H&N Cup bis ins heutige Finale. Am Ende knapp hinter Aben um Platz 8 für den Bayer mit bulgarischen Wurzeln. Ich fühle mich super. Zum ersten Mal, dass ich ins Finale geschafft habe. Das war auch mein bestes Ergebnis hier auf dem Schießstand. Davor habe ich nie über 80 geschossen, also hier auf dem Stand. Und ja, ich fühle mich super, dass ich der einzige Deutsche im Finale bin. Und ja, es ist ein bisschen schade, dass keiner mehr da ist, aber ja, das wird ja besser nächstes Jahr.